Moin, hier ist der Hon. Und ich habe eine ganz einfache Frage. Ich wollte von euch wissen, wie verschwenderisch seid ihr in den Hotels? Wenn ihr also so auf Reisen seid, denn ich meine, wir sind ja wieder auf Reisen und es ist so schön in Asia. Oh Gott, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Wirklich, ist wieder ein Träumchen. Der Hon ist wieder top-Träumchen technisch gesehen unterwegs und ich muss sagen, guck mal, geht schon los, Präsidentensuite. Für den Hon, Ambassador. Kleinste Rate gebucht. Zack, höchste Suite bekommen. Presidential Suite für den Hon. Verschwenderisch, oder? Ist es für eine Person völlig verschwenderisch. So kam ich auf die Idee, mal zu fragen, wie sieht's denn eigentlich aus bei der Verschwendungssucht, wenn ihr so persönlich unterwegs seid? Das würde mich interessieren. Ihr wisst ja, da unten könnt ihr was reinschreiben. Und seid bitte fleißig am Schreiben. Also, ich will mal wissen, wie ist das? Also, Beispiel, gehört ihr zu denen, die, wenn die Toilettenspülung ist, dass ihr dann so auf drücken, ihr drückt kurz nur, wenn ihr nur einen kleinen Pi gemacht habt und dann direkt wieder damit die Spartaste gedrückt ist? Oder sagt ihr, ich drücke auch bei Pi ganz einfach mal runter und dann lasse ich das Wasser so richtig durchlaufen? Das ist mal eine berechtigte Frage. Ich meine, hier ist es schwierig, weil es ist alles elektronisch. Da drücke ich also noch besser, das Ding geht auf. Dann betrete ich den Raum, macht es bupp, geht das schon los. Und wenn ich dann nachher drauf drücke, spült das Ding automatisch ab. Da kann ich nichts anstellen. Ich sage ja, Präsidentensuite ist verschwenderisch. Das ist einfach so, ganz klar. Gefällt dem Hon aber. Mich interessiert aber, wie es euch gefällt. Dann natürlich mit dem Licht. Lasst ihr zum Beispiel den ganzen Tag im Hotel das Licht brennen oder sagt ihr, oh, da müssen wir Strom sparen? Das ist eine ganz wichtige Frage. In der Zeit, in der wir jetzt sind, ich meine, immerhin regiert von links grün, ja? Das bisschen gelb ist ja nur lächerlich. Also die machen ja nichts richtig, ja? Aber ich sag mal, grundsätzlich ist ja diese Frage in dieser Zeit, wir reisen, wir machen CO2-Ersparnis, ja? Und es gibt überall diese Umweltzertifikate und man kann bei den Buchungen also auch schon sein Geld loswerden. Kriegen natürlich nur die Geschäftsführer von irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen mal so nebenbei. Aber trotzdem, die Frage ist ja, vielleicht gibt es ja welche bei euch, die auch sagen, nein, ich lebe völlig grün. Ich bin grün und ich will grün und ich will, dass die Welt oder dass ich zumindest der Einzige bin, der die Welt grüner macht. Mann, das ist ja völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Das müsst ihr unten reinschreiben. Ich will also wirklich wissen, wie ist das also jetzt mit dem Strom? Ja? Lasst ihr den Strom an, die Lampen zum Beispiel, oder sagt ihr nein? Oder sagt ihr, wenn ich am Wasserhahn bin, da kann ja zum Beispiel nicht immer gleich heißes Wasser rauskommen. In guten Hotels funktioniert das aber nicht überall. Lasst ihr dann das Wasser so lange laufen, bis es heiß ist? Oder sagt ihr, komm, für die Hände zu waschen, geht auch kaltes Wasser. Gute Frage, ne? Dann auch natürlich die Frage Badewanne. Also badet ihr, lasst ihr schön das heiße, lange Wasser da reinlaufen, sie voll ist und ihr legt euch dann herein. Ist natürlich toll, Frauen lieben das, Männer auch. Oder sagt ihr, ich dusche lieber, weil Duschen weniger Wasser verbraucht. Klare Sache. Handtücher, also lieber das kleine Handtuch mal so benutzt und am nächsten Tag nochmal und vielleicht nochmal benutzt und nicht auf den Boden geworfen. Oder sagt ihr, Mensch, ich habe doch so viel Kohle ausgegeben für dieses Zimmer, für die Präsidentensuite, da gebe ich doch ein Handtuch weg und lasse mir nochmal 10 kommen. Also ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, ich bestelle grundsätzlich immer noch zusätzlich Handtücher. Also wenn ich komme, habe ich gleich nochmal eine extra Portion Handtücher da. Ich brauche Handtücher, bin ein Verschwenderisch. Das soll euch jetzt nicht beeinflussen, deswegen, ich will ja eure Meinung. Meine Meinung ist ja nicht immer entscheidend. Ich meine, ich lebe sowieso anders, ja. Also, wenn man so leben wollte wie der Hon, das ist schwierig. Das kann man fast nicht schaffen, das können nur ganz wenige, glaube ich. Ab und zu kriege ich mal so manches Feedback, die dann sagen, Mensch, Hon, da hast du recht gehabt, oder das habe ich genauso gemacht. Dann sage ich, okay, gut, gibt welche, die also auch Luxus serviceorientiert und eben nicht zu diesen Schafen da draußen gehört. Aber ihr seid kein Schaf, wenn ihr umweltbewusst lebt oder wenn ihr umweltbewusst für die Hotels lebt, denn darum geht's ja. Ihr macht das ja und ihr denkt vielleicht für die Umwelt. Ihr macht es für die Hotels. Das sind Sparmaßnahmen der Hotels. Das ist eine ganz klare Geschichte, wie überall. Also wenn etwas nicht da ist, ist es eine Sparmaßnahme. Wenn der Service eingeschränkt ist, ist das was? Eine Sparmaßnahme. Und wenn man hinschreibt, bitte sparen Sie, saven Sie die Umwelt, die liebe Umwelt, wir brauchen Sie, retten Sie die Welt, dann rettet ihr nicht die Welt, sondern ihr rettet die Hotels und die CEOs, ja, und vor allem die Aktionäre. Da gibt es nichts schön zu reden. Wer also meint, das wäre auch noch mal interessant, dass ihr damit die Umwelt schützt, wenn ihr in den Hotels spart, das wäre auch noch mal eine interessante Frage und auch eine interessante Antwort, die ich gerne lesen würde, weil es mich persönlich interessiert. Und weil ja doch viele fragen, wie lebt denn eigentlich der Hon, sage ich euch also völlig ganz klar, wie ich lebe, nämlich genau so, wie ich es gezeigt habe. Das heißt, ich zeige in wie vielen Hotelvideos, in wie vielen Reviews etc., was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, serviceorientierte Hotels, Airlines etc. Gerade wieder Thai geflogen. Fantastisch, die Airline-Kritik solltet ihr euch ansehen. Auch die Roomtour von diesem Flug, fantastisch. Also eine wirkliche Empfehlung. Es macht auch Freude, mal wieder über den Tellerrand zu gucken. Und vor allem jetzt, wo die Reiserei ja wieder losgeht und wir ja auch in die Hotels kommen. Hier in Asien, mit großer Freude muss ich feststellen, man hat sich auf uns vorbereitet.
Also im Gegensatz zu United States. Albtraum, Service, Wüste, unterirdisch. Wenn ich aber jetzt hierher komme nach Asien, werden alle, nochmal, alle meine Wünsche und so, wie ich das mir vorstelle, erfüllt. Wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, beim Frühstück nicht alles da ist. Das kann mal passieren. Das ist nicht dramatisch. Ich kann mir das Frühstück ja auch aufs Zimmer bestellen. So. Aber dennoch, ich bin ja dabei, ich will ja auch für euch gucken und will ja auch sehen, wie sind die Frühstücks und so weiter dort gemacht. Und deswegen zeige ich natürlich auch, wie die Realität ist. Aber auch das, Frühstück, Service, Ambassadorleistung, guck mal, das ist doch eine Ambassadorleistung, hier in eine Suite zu kommen. Ist übrigens der Sheraton, die Review solltet ihr euch ansehen, hat auch ein paar Informationen dabei, die vielleicht auch den ein oder anderen interessieren werden, weil das sind ja auch schon sehr ältere Hotels, aber nicht schlechter. Die Frage heute ist klargestellt. Verschwendung? Sagt ihr Verschwendung ja? Sagt ihr Verschwendung nein? Für mich gilt Verschwendung ja. Ich bin, wenn ich es bezahle und wenn ich in dieses Hotel komme, dann benutze ich die Dinge so, wie ich sie brauche. Heißt also, ich brauche viele Handtücher. Ich brauche jetzt nicht so viele Schnupftücher, aber ich achte nicht darauf, ob ich jetzt 5 oder 10 Schnupftücher nehme. Ich achte nicht darauf, ob das Wasser ist, sondern natürlich bade ich, ist doch logisch. Und nur wenn es schnell gehen muss, würde ich duschen. Ich benutze diese Showergels in Massen. Ich lasse mir das gleich immer 4, 5 Mal aufs Zimmer kommen. Ich lasse natürlich selbstverständlich das Licht brennen tagsüber, weil ich sage, das Licht erhellt mir das Zimmer und manchmal sind die Zimmer auch nicht gerade hell genug. Jetzt hier ist es besonders schön, weil ich ein tolles großes Fenster habe und viel Licht reinbekomme. Aber für mich ist das so und genauso die Klimaanlage. Bei mir läuft die Klimaanlage den ganzen Tag, wenn ich nicht im Raum bin. Während wenn ich wieder in den Raum komme, dann ist also im Endeffekt die Klimaanlage aus. Heißt aber, wenn ich rausgehe, mache ich die Klimaanlage an, damit ich in ein gekühltes Zimmer zurückkomme. Und ja, Toilettenspülung, natürlich drücke ich auf die Toilettenspülung und fertig. Ich meine, hier geht es ja sowieso nicht anders. Aber das ist so. Ich bin auch, was Handtücher etc. und all diese Dinge anbelangt, wirklich verschwenderisch. Ich bin auch in den Lounges, ich trinke und wenn ich jetzt keinen Durst mehr habe, dann lasse ich eben die halbe Flasche stehen. Die ist bezahlt, die ist inkludiert und ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich damit der Umwelt schade oder ob ich damit, ich weiß nicht, irgendwas falsch mache. Wisst ihr, wir haben nur ein Leben. Und dieses eine Leben, das genutze ich so gut und so schön, wie es geht. Denn danach ist es zu Ende. Dann komme ich so nicht wieder, wenn vielleicht in einem anderen Körper, ja. Dann aber ja, nicht mit dieser Seele oder mit diesem Kram, sondern wie auch immer. Da kommt man vielleicht als Wurm auf die Welt. Aber jetzt bin ich ja jetzt da und so erlebe ich es in meiner jetzt klaren, denkenden Weise. Und darauf Rücksicht zu nehmen, was sich linksgrüne Typen irgendwie einfallen lassen, die ja auch gerne Krieg spielen, wie wir alle wissen, das gehört alles zusammen. Auch da, ich werde nie vergessen, und das als Abschluss, ich werde nie vergessen, wie ein Joschka Fischer von den Grünen damals mit Turnschuhen in den Bundestag kam und dann auf cool machte. Und ich ihn dann 20 Jahre später in der First Class mit Lufthansa und seinem Frauchen und seiner Tochter in New York bzw. in Washington in der Lounge getroffen habe. Und er dann meinte zu seiner Tochter, na, ist doch schon was anderes in der First zu fliegen, als in der Economy da in dieser Holzklasse zu fliegen. Guck mal, das habe ich gelernt und von der Seite weiß ich, ich mache da alles richtig. Und die sagen euch, was ihr tun sollt, aber machen genau das, was der Horn macht. Guck mal, so einfach ist die Welt. Und um das Sparthema nochmal anzusprechen. Ihr, wenn ihr spart im Hotel und ihr achtet darauf und verzichtet auf Service, dann tut ihr das nicht für die Umwelt. Ihr tut es allein für wen? Bitte? Ja? Hallo? Genau. Für die Hotels. Es macht Bum, Bum, Bum.